Hallo liebe Zuschauer, hallo Steffen, schön, dass du hier bist zum Interview. Ich bin Matthias Garten und Organisator des Presentation Rocket Days und heute habe ich hier Steffen Becker, einen der Performance-Teilnehmer beim letzten Presentation Rocket Day. Und Sie erfahren jetzt im Interview, wie es den Teilnehmern erging oder wie es dem Teilnehmer hier erging, was er daraus gelernt hat und wie sich der Tag nach 9 Monaten so anfühlt. Ja, schön, Steffen, dass du da bist und herzlich willkommen und vielen Dank für deine Bereitschaft zum Interview. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Ja. Steffen, du warst ja Performance-Teilnehmer und du hast vor 9 Monaten, ungefähr vor 120 Personen, bist du aufgetreten. Hier hast 3 Vorträge gehalten, hast jedes Mal Feedback bekommen in elektronischer Form per Handy und hast dann nochmal Rückmeldung bekommen per Mikro von den Leuten, auch von den Experten. Du wurdest im Einzelgespräch gecoacht, deine PowerPoint-Folien wurden überarbeitet. Lass uns heute mal über diesen Tag und die Nachwirkungen sprechen. Zunächst einmal für die Zuschauer, damit die wissen, was du machst. Was machst du denn beruflich? Also ich komme aus dem Bereich Vertriebs- und Führungskräfte-Coaching, arbeite hier in der Regel mit kleineren und mittleren Unternehmen. So in den meisten Fällen entsteht bis maximal 100 Mitarbeiter. Und halte nebenbei Vorträge und bin gerade auch dabei, mich ein bisschen umzupositionieren in dieser Speaker-Szene, um mehr noch in den Bereich hineinzugehen. Und es gibt da so ein neues Thema bei mir und da bin ich mal gespannt, wie ich mit dem Wissen, was du mir mit dem Presentation Rocket Day und den anderen Dingen, die ich so mache, mitbekommen habe, wie ich da in Zukunft weiterkomme, bin ich mal sehr neugierig, auch in dem Zusammenhang. Gut. Jetzt so, wenn du in der Retrospektive dir das anschaust, wie war der Tag für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? Also es ist ja so, dass ich mich vor Publikum zu reden in keinster Weise scheue. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dass ich da hier riesengroße Ängste oder was in der Art habe. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Mhm. Ich wirke normalerweise relativ ruhig. Es war dort ein bisschen was anderes, weil ich das Gefühl hatte, einfach in einer Drucksituation zu sein, sprich in einer Situation, wo du das Gefühl hast, du wirst halt nochmal beobachtet und bewertet. Das machte es ein bisschen spezieller als normalerweise üblich. Im Nachhinein betrachtet, und das war auch einer der ersten Gedanken, die ich hatte unmittelbar nach dem Tag, es ist schon sehr krass, wie du innerhalb von 3 Vorträgen eigentlich alles gewandelt bekommen hast. Mhm. Ja, ich fände es heutzutage fast noch spannender, nochmals zu tun, weil es ja jetzt ein neues Thema gibt in dem Fall. Und zu sagen, kriegt man dieses Thema in dem Fall rund, aber es ist jetzt von der Seite nicht zu ändern. Es war, wie gesagt, sehr, sehr spannend zu sehen, wie Dinge, die ich ursprünglich vorhatte, sich komplett gedreht haben. Ja, ja. Super. Also das heißt, du hast jetzt mitgenommen, dass sich Dinge verändert haben. Was hat sich jetzt bei deinen Vorträgen verändert oder hat sich auch in deinem Leben was verändert? Ja gut, im Leben ist allgemein relativ viel Veränderung, auch gerade bei mir. Das bin ich inzwischen von der Seite her schon gewöhnt. Es ist im Endeffekt so, dass von den Vorträgen her war ich sehr erstaunt, was man aus PowerPoint-Folien und dergleichen rausholen kann, was ihr da teilweise gemacht habt. Das war für mich schon so. Das ist so ein bisschen mein großes Thema auch. Du weißt, ich hatte das zweite Einzelcoaching hatte ich bei dir. Ja. Mein Thema ist immer so ein bisschen der Struktur, in dem Fall, wie ich den Aufbau der Struktur mache. Und da hat es mich auf jeden Fall ein Stückchen weitergebracht. Ja, super. Klasse, freut mich. Welchen Tipp würdest du für einen nächsten Performance-Teilnehmer mitgeben? Was würdest du dem sagen, wie er sich vorbereiten soll? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich bitten, dass er oder sie total open-minded in diese Situation hineingeht. Mhm. Dass alles passieren kann. Und bei mir war es ja auch mit Utensilien, die wir weggelassen haben und wie das angekommen ist. Und so, die Utensilien wollte ich eigentlich unbedingt dazu haben.
und merke, wie da auch innerliche Kämpfe ausgestanden wurden. Dann. Also das heißt, dieses Thema völlig offen reinzugehen, ist eins davon. Ich habe für mich mitgenommen gehabt, dass wenn du nach der letzten Präsentation rausgehst von dieser großen Anzahl von Menschen und die dich angesprochen haben, die Menschen hinterher sagten, das war eine totale Veränderung zu deinem allerersten Vortrag, den du hattest, dann in Anführungsstrichen musst du mit dem Lasso eingefangen werden, damit du wieder runterkommst. Ja. Was würdest du sagen, unterscheidet diese Art von Präsentationstraining von anderen? Warum lohnt sich das? Ja gut, also das erste Mal ist, du kriegst reales Publikum, kriegst reales Feedback und zwar nicht von drei, vier Leuten, sondern von einer großen Anzahl von Leuten. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied, weil du sehr, sehr, sehr nah an dem tatsächlichen Wirken bist. Das macht es natürlich sehr, sehr besonders, sehr, sehr speziell. Inklusive wahrscheinlich von dem Thema, dass du ja relativ viele Experten da hattest und diese vielen Experten, jeder für seinen Bereich natürlich eine gewisse Spezialität hat und das wieder weiß, und kriegst du praktisch auch von anderen Seiten einfach Dinge dann nochmal mit. Und das fand ich sehr speziell und mir auch sehr gut gefallen. Abschließende Frage, was würdest du sagen, bringt es den Teilnehmern, die jetzt als Zuschauer dabei sind, die nehmen ja an Workshops teil, die hören Vorträge jetzt von dir, aber auch von den Experten, sie sehen das Live-Coaching, was denkst du aus deiner Sicht, was es denen gebracht hat? Also ich habe mich ja für den nächsten Presentation Rocket Day mal angemeldet, das könnte zwar jetzt terminlich kollidieren, aber ich habe mich angemeldet. Warum habe ich mich angemeldet, das wäre jetzt die Frage, die dahinter steckt. Zum einen kriege ich noch einiges mehr an Input mit, als ich es in dem Fall als Teilnehmer wahrgenommen habe, weil durch diese Workshops kriege ich natürlich noch einzelne Bereiche mit, die sehr, sehr spannend sein können. Das zweite Thema ist, ich erlebe, wie dann ein oder zwei Leute, weil ich kriege nur ein oder zwei Leute im Vorfeld in dem Fall dann mit, wie ein oder zwei Leute sich von der Seite her weiter verändern, weiterentwickeln innerhalb dieses Tages. Und das ist sehr spannend zu sehen, auch wo dann die Ansätze sind, vielleicht für einen selber, um sich weiterzuentwickeln. Den Fehler, in Anführungsstrichen, der wurde gemacht, der ist jetzt ausgemerzt oder der wurde dahin verändert. Und ich glaube, dadurch kannst du unheimlich viel auch für dich mitnehmen, was du an anderen Menschen dann wahrnimmst. Ja, also allein lernen, Modeling by Excellence oder Lernen von anderen, ja. Nee, prima. Vielen Dank, Steffen. Herzlichen Dank für deine Antworten. Bitte gerne. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Vorträgen beruflich oder auch privat und natürlich auch bei deinen beruflichen Herausforderungen und vor allem bei den nächsten Vorträgen. liebe Zuschauer, ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen beim Presentation Rocket Day. Und ja, Sie werden einen tollen Tag erleben, das haben Sie eben schon mitbekommen im Interview und mit vielen Tipps und Tricks. Ja, freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihr Matthias Garten.